Ja gut, dann sind wir wieder hier. Wir wollten uns, glaube ich, um unsere Tiere kümmern, ne? Wir waren ja die Nacht unterwegs, bereit zum Einsammeln. Wo habe ich ihn? Hier haben wir. So, die haben uns jetzt natürlich ein paar wieder erwischt, aber das macht nichts. So, nee, du sollst nicht räuchern. Leg das aus der Hand, du sollst hier. Alles kommt hier rüber. Warte mal, dann. Die können wir eigentlich alle verkaufen. Kartoffel können wir rübergeben, Trüffel. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. So, der kommt auch noch rüber. Die gehören alle verkauft. Das ist jetzt nicht wichtig für uns. Ja, den können wir noch rübergeben. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Achso, oben hätten wir auch noch was drinnen. Das sind die Glühwürmchen. Die möchte ich mir aufheben. Ich weiß nicht warum. Okay. Dann können wir hier draußen bei unseren... Was ist denn das? Die Käfer. Nein! Was machst du denn? Ich... Nein. Jetzt muss ich den wieder drehen. Wo ist denn das... Hier ist das ungefähr jetzt wieder in der Höhe. Jetzt habe ich es noch weiter gedreht. So, platzieren, ne? Ich wollte es nicht aufheben. Ich wollte interagieren. Terrarium öffnen. Oh mein Gott. Naja, gut. Was soll's, ne? Da sagt man nichts dazu. Unsere Tiere. So. Da sammeln wir wieder alles auf. Euch alles gut. Also fressen braucht ihr mal nichts soweit. Den nehmen wir noch mit. Da liegt was. Dann. Hier sind immer Fliegen. Aufheben. Bei denen ist es voll schwierig, was zu sehen. So, dann brauche ich wieder meine Schere. Wo auch immer ich meine Schere habe. Ah, schau mal, das kann ich alle in die Truhe rüber schmeißen. Die Wolle kann man auch rübergeben. Wo ist denn? Da ist die Schere. Dann komm mal her. So. Du bist geschert. So, dann hier aufheben. Hier aufheben. Du wirst noch... Aal. 4 Sekunden. Was? Was? Ha. Das geht ja flott. Du kommst auch noch her. Dann hier liegt noch was. Du musst auch noch geschert werden.
Wackeldackel, mir gefällt das so sehr. Aufheben. Ich sehe nichts. So, Milchkannen. Oh je, mir nehmen Milchkannen. Da muss ich ja... Da muss ich kaufen. Oder habe ich zufälligerweise noch die Tanks? Sprinkler. Da habe ich noch einen. Okay, da muss ich schauen, ob da drüben alles passt. Da hätte ich noch Tanks. Volle Kannen. Alter, das sind ganz schön viele. Okay, dann brauche ich die hier vorne. So. Deine Milch. Das war nichts. Halleluja. So, das kommt her. Dann müsste hier ja bestimmt noch irgendwo eins liegen. So, deine Milch wollen wir noch. Sehr gut. Passt. Sieht eigentlich gut aus. Warte, das einsammeln, einsammeln. Einsammeln, einsammeln. Nee. Einsammeln. So, du kommst raus, du kommst raus und du kommst raus. Dann haben wir ein blaues Ei. Das brüten wir gleich wieder aus. Goldenes Kometei. Ja, das ist normal. Und dann hier. So, einmal hier und einmal da. Gut, dann noch unsere Pferde. Wie sieht's denn hier aus? Ihr seid zu dritt. Und macht kein AA. Naja. So, dann haben wir wieder unsere, was sind's denn hier? Alle... in den Komposter. Nicht das Ei. Ne, wie ist das wohl füllen? So, das heißt, aktuell haben wir aber keine Quest. Ich würde dennoch gerne noch auf die Erfolge gehen. Hier fälle 30 Bäume. Okay, dann machen wir das mal. Das heißt, ich brauche meine Axt. Hier. Und wo gehen wir da hin? So, wir nehmen einfach mal hier. So. Dann nehmen wir den als nächstes. Keine Ausdauer. Warte. Upp. Aha. Oh. Okay. Jetzt wollte ich schon sagen, der Baum schwebt. Aber nee. So.
So, dann. Wir könnten ja... Ey. Oh, das war ein Frosch. Nein. Klar, der ist wieder da. Kommt er wieder raus auch? Ja. Katze, geh doch weg. Ist da noch wieder ein X drauf? Okay, wir gehen einfach rein. Ein Rezept für Fass. Okay. So. Ist wieder ein Frosch. Da ist ein zweiter, oder? Kommt der wieder raus? Oh, der sieht ganz schön fies. Und? Aber die sind alle nicht neu, oder? Weil ich glaube, Frösche fehlen uns auf jeden Fall noch. Wir sind aber keine. Und wir haben ja auch noch, warte, Hühnerjäger. Ja, das machen wir gerade. Und Schatzjäger. Sonst haben wir alles, oder was? Das geht jetzt eh automatisch. Elsternester, wir bräuchten den Elstertraum. Und 7 Bäume noch. Okay, weißt du was? Dann holen wir uns einfach jetzt nur schnell die 7 Bäume. Achso, schon wieder keine Ausdauer mehr. So, 6 Stück noch. Ich will es halt nicht alle irgendwie, also, dass es nicht komplett kahl wirkt, sondern wirklich. Ein bisschen mit Bedacht, ja. So, dann 5 Stück noch. Vier Stück noch. Hier stehen eh 3 zusammen, das passt eh. Dann 3 Stück noch. Hier wächst einer. Dann können wir den großen ruhig wegnehmen. So, dann haben wir das. Schon wieder keine Ausdauer. Sehr gut. Dann müsste jetzt im Endeffekt der Erfolg noch nicht abgeschlossen sein. Warte. Ah, jetzt haben wir es. Sehr schön. Okay, das heißt im Endeffekt,
Könnt mal. So ein bisschen herumschauen eventuell, dass wir vielleicht noch Rezepte kriegen. Also ich werde mir, warte, die Sachen jetzt mal versuchen, anfangen zu markieren. Ja? Achso, da ist noch irgendwo einer aktiv. Hier. Dass man vielleicht dann immer sehen, ob die Plätze gleich bleiben. Da ist ein Nest, aber das ist... Oh, ich kann es einfach sammeln. Oh. Achso, das ist nur ein Gras. Dachte ich schon, was steht denn da raus? Ich müsste auf jeden Fall auch ein bisschen auf die Map immer schauen. Sobald ich da nämlich Gänse sehe, kann es sein, dass wieder was Findbares für uns da ist. So, warte, da hier drüben, das ist halt riesig da, ne? Schmetterling-technisch weiß ich auch nicht, ob wir da schon alle haben. Keine Ahnung. Da mal wieder Pfifferlinge. Hier. So, ich markiere mir das jetzt. Und wir holen uns das natürlich. Du hast ein Rezept für Straßenlaterne erhalten. What? Hallo? Ein Geigenkäfer. Aha, der ist neu. So, direkt hier ist das nächste. Ein Rezept. Okay, für ein Hemd. Sehr schön. So. Wenn ich die jetzt nicht zufällig gehört hätte, hätte ich das gar nicht gesehen. Oh, hier sind voll viele Schmetterlinge. Da drüben, glaube ich, ist aber nichts, ne? Nee. Marienkäfer, ja. Und schauen wir jetzt noch hier hoch. Die Plätze immer gleich bleiben. Kann ich mir halt schon gut vorstellen, dass da halt einfach Tag für Tag neue Rezepte wieder verfügbar sind. Da. Da.
Und wo ist da der Stein? Ah, da hinten. Ja, aber da ist ja gar kein X drauf. Okay, ich markiere mir das hier trotzdem. Ich habe mich gesehen, die blöde Gans. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt was ausgraben kann. Nee. Nee, bei dem Stein ist mal nix. Aber es ist mal markiert. Aber hier drüben ist im Endeffekt ja nur ein kleines Eck. Könnte man hier auf jeden Fall noch schauen, ob hier irgendwas ist. Das geht sich nämlich noch aus, dass wir eventuell sogar noch nach Hause kommen. Ich würde mir das voll gern mit der Straßenlaterne angucken. Oh, ihr seid ja schön, aber euch haben wir schon, gell? Ja. Da drüben ist wieder eine Gans. Vielleicht sieht sie uns gar nicht, wenn wir hinten rumgehen. War der dann hier? Ich habe einen vertrockneten Busch habe ich ausgegraben. Was? So, warte, die Gans läuft uns jetzt hinterher, oder wie? Ich will doch nur den Stein. Geh doch weg. Sei nicht so gierig. Da ist ein Rezept für mich drin. Ach, weißt du was? Ah, ich hab's geschafft. Tschüss. Adios. Den Marker habe ich eh gesetzt, das passt eh. Hier ist eh sonst nichts mehr. Wenn wir zufälligerweise noch irgendwo eins sehen, können wir es auf jeden Fall immer wieder auf der Map markieren. Das ist das Wenigste, ne? Aber wir haben jetzt wenigstens schon mal ein paar. Da drüben. Warte, sind da die Gänse direkt? Ja, die Gänse sind direkt. Also die eine ist genau hier. Und die eine ist auch dort. Ein Holztisch. Okay. So. Dann ab nach Hause. Schauen wir uns das mal an. Mit der Straßenlaterne. Ich hoffe, ich kann die einfach machen. Das war ein Rezept. Oh. So, dann. Hier ist meine Gießkanne. So. Dass ich da nicht anders scrollen kann. Straßenlaterne. 5 Stein. Warte. Achso, muss ich hier. Hier. Upp. Wir haben so viel. 20 Holz.
La 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 la. Bin gespannt, wie die aussieht. Hi, Opa. Oh, wie cool. Ach, sehr schön. Dann hier bei der Scheune. So, dann Exactamundo hier. Und das war's schon. Ich würde mehr Holz brauchen. Boah, wie cool. Endlich Licht am Hof. Es war hier eh immer so finster. Ich hoffe, die geben trotzdem ein bisschen Lichtquelle ab. Flup, 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 flup. Wieso kriegen die da hinten kein Wasser? Kann der eventuell nochmal sprinkeln? Warte. Sprinkler. Da haben wir zwei. Dann brauchen wir das natürlich für. Müsste sich an und für sich ausgehen. Achso, ist verbunden. Okay, dann müsste das ja eigentlich wieder passen, ne? Okay. Ein Goliath-Kiefer. Boah, das mit den Straßenlaternen sieht einfach cool aus. Eine direkte Lichtquelle sind sie nicht. Aber es macht trotzdem schon ein bisschen was her, ne? Ach so, das sind... Nein, nein, du sollst es aufheben. Okay, gut. Na dann, würde ich sagen, fahren wir ins Bett. Gute Nacht. Wir haben den Mäusetraum. Deine Aufgabe ist es, Getreidesäcke zu finden und dich satt zu fressen. Achte bei der Futtersuche auf den Kater. Sobald er dich sieht, will er dich fangen. Na sowas. Du kannst dich im hohen Gras oder hinter geeigneten Gegenständen in der Umgebung verstecken. Okay, ich probiere es mal. Du erkennst die Sichtweite des Katers an dem Lichtkegel, der von seinen Augen auf dem Boden erscheint. Okay, die transparente Silhouette der Maus ist deine letzte Position, die der Kater in Erinnerung hat. Okay. Oh nein!